Ja, wir sind hier beim Taufbrunnen. Du siehst diesen großen, mächtigen Stein, darin eine Schale. Und hier einige Objekte, die wir für die Taufe brauchen. Denn nach der Predigt kommen die Leute hierher, stellen sich hierher. Da steht Mama, Papa und auch der Pate oder die Patin. Und vor uns sieht man einerseits einmal einen Krug mit Wasser. Dieses Wasser segne ich dann und es wird dadurch zu Weihwasser. Mit diesem Wasser wirst du getauft. Dann hier keine echte natürlich, eine Taufkerze, die gehört auch dazu. Und du wirst sicher zu Hause noch hoffentlich irgendwo deine Taufkerze haben. Wenn nicht, wird es eine Erstkommunionkerze. Diese Kerze ist schon angezündet gewesen, aber eine echte Taufkerze wird dann nach der Taufe an der Osterkerze entzündet. Schau mal nach, ob du noch zu Hause deine Taufkerze hast, die damals entzündet worden ist. Hier siehst du etwas, wo du dir denkst, was ist denn das? Wenn man das hier öffnet, den Deckel runternimmt, ist drinnen ja, so eine Art Watte und in dieser Watte ist Öl, heiliges Öl. Wir nennen es Chrisam. Normalerweise wird man zweimal gesalbt in seinem Leben mit heiligen Chrisam. Bei deiner Taufe und bei der Firmung, was ja die Vervollständigung der Taufe ist. Also da drinnen ist Öl, es riecht dann ganz, ja, ist ein feiner Geruch von Balsam dazugefügt. Und dann ein Taufkleid. Vielleicht hast du zu Hause dein eigenes Taufkleid. Denn dieses Taufkleid steht dafür, dass du in der Taufe Christus sozusagen angezogen hast. Na gut, und jetzt erkläre ich, was dann jetzt abläuft, wenn du getauft wirst oder wie du getauft worden bist. Ich habe natürlich ein Buch in der Hand und sage, und jetzt beten wir, weil wir eine große Gemeinschaft sind, die Gemeinschaft der Heiligen in unsere Mitte herein. So, kommt's herbei. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Heiliger Johannes der Täufer, bitte für uns. Heilige Maria Magdalena, unsere Pfarrpatronin, bitte für uns. Alle Heiligen Gottes, bittet für uns. Dann kommt ein zweiter Schritt, die Fürbitten. Die kennst du vielleicht aus der Messe heraus, dass wir beten. Und da ist auch ganz besonders für dich gebetet worden. Wir bitten dich für den Ewald, dass er gut ein Christ werden kann. Zum Beispiel wäre eine Fürbitte. Und nach den Fürbitten ist einmal der Moment da, in dem ich das Taufwasser segne. Meistens so, dass ich es jemandem in die Hand gebe und sage: Lieber Gott, wir danken dir für das Wasser. Jenes Wasser, durch das wir erfrischt werden, dass wir trinken können. Wasser als ein Zeichen für das Leben, segne dieses Wasser, dass das Kind, das damit getauft wird, in deiner Gemeinschaft Segen und Erfüllung des Lebens findet. Ja. Damit habe ich das Taufwasser gesegnet. Allerdings kommt dann ein Moment, und der kommt dann bei der Erstkommunion auch wieder, wo dann die Eltern und die Patin oder der Pate vor mir stehen und ich sage: So Leute, ihr seid ja auch getauft worden. Wir wollen unsere Taufgnade erneuern. Und da frage ich, erstens, widersagt ihr dem Bösen, mit der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Darauf sagen die, ja, ich widersage. Glaubst du an Gott, den Vater, den Allmächtigen? Ich glaube. Glaubst du an den Heiligen, glaubst du an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn? Ich glaube. Glaubst du an den Heiligen Geist und die heilige Gemeinschaft der Kirche? Ja, ich glaube. Das ist sehr kurz gefasst. Aber da haben die gesagt, ich verbinde mich mit meiner Taufe, denn in dieser Taufe bin ich als Sohn oder Tochter angenommen worden und in die Gemeinschaft der Kirche hineingenommen worden. Wenn die ihren Glauben bekannt haben, das ist dann der Moment, in dem getauft wird. Meistens übernimmt dann der Pate oder die Patin das Kind und hält es hier drüber. Und dann nehme ich diesen Krug mit Weihwasser, so ähnlich wird es bei deiner Taufe gewesen sein, aber garantiert mit Weihwasser,
und sage, ewald, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das ist der Moment, in dem der liebe Gott gesagt hat, ausdrücklich vor allen bekenne ich mich zu diesem Kind, das ist mein Sohn Gottes oder das ist meine Tochter Gottes. Und darüber dürfen wir uns natürlich freuen. Und was in der Taufe geschehen ist, wird in drei heiligen Zeichen ausgedeutet. Chrisam bedeutet heiliges Öl. Und du wirst sicher entdecken, Chrisam hört sich so ähnlich an wie Christus. Und da hast du ganz recht damit. Denn Christus, ist ein griechisches Wort, heißt der Gesalbte. Also Jesus Christus ist der Gesalbte Gottes und gibt die Salbung an uns weiter. Noch einmal, das nächste Mal wirst du gesalbt mit heiligem Chrisam, wenn du gefirmt wirst. Wenn du selbst mit 14 oder noch älter sagst, ja, ich bin Christ, ich bin Christin. Das ist das erste Zeichen. Das zweite Zeichen ist das Taufkleid. Meistens ist es so, dass man dann das Taufkleid auf das Kind drauflegt. Du siehst hier, das ist schön bestickt. Wenn du ganz genau hinschaust, siehst du hier oben ein Herz, ein Kreuz und einen Anker. Das Herz steht für die Liebe, das Kreuz steht für den Glauben und der Anker hier steht für die Hoffnung. Wir nennen es die drei göttlichen Tugenden, in die du hineinwächst, in die ja jeder Christ hineinwächst. Einerseits liebesfähig zu sein, im Glauben zu wachsen und auch in der Hoffnung gestärkt zu werden. Hoffnung ist also ein Stück Lebenskraft. Dieses weiße Kleid wird auf dich draufgelegt. Und das Kleid kommt daher, dass früher die Leute nach der Taufe ein weißes Gewand angezogen bekommen haben. Wenn ihr es miterlebt habt bei der Erwachsenentaufe beim Lukas in der Osternacht, hat er auch ein weißes Gewand angezogen bekommen. Übrigens, ich trage auch dieses weiße Gewand, das mich an meine eigene Taufe zurückerinnert. Und die Stola darüber heißt, das ist ein Getaufter und auch gleichzeitig ein Priester. Der hat die Aufgabe, die Liebe Gottes den Menschen nahezubringen. Also drei Zeichen insgesamt. Zwei haben wir schon durchgemacht. Das Chrisam, das Taufkleid und dann schließlich das dritte Zeichen. Die Taufkerze. Und die wird bei deiner Erstkommunion wichtig sein, bei deiner Tauferneuerung. Ich zünde dann bei einer Taufe diese Kerze an. Deine Taufkerze ist damals angezündet worden. Das Tolle ist, das Licht geht weiter, es erlöscht ja nicht. Ich gebe es dann dem Paten oder der Patin oder Mama oder Papa, je nachdem, in die Hand und sage, wie diese Kerze sich an der Osterkerze entzündet, so entzündet sich der Glaube von diesem Kind am Glauben, den uns Jesus Christus gebracht hat. Und dann übergebe ich die Kerze. Ja, Mama, Papa, Patin sind zuständig für den Glauben, dass er weiter wächst. Aber jetzt ist es bei dir schon so, dass du selbst auch schon groß geworden bist und auch selbst deine eigene Taufkerze in der Hand halten kannst, wenn du bei der Erstkommunion sein wirst. Ja, und dann beten wir das Vaterunser. Alle bekommen den Segen, Mama, Papa, Pate, Patin. Und dann ist es vorbei. Und dann freuen sich alle, dass das Kind gut getauft worden ist. Genauso wie sich die Leute damals gefreut haben, deine Eltern, deine Familie, dass du getauft worden bist. Und da meistens ein großes Fest gegeben hat. Endlich die Familie kommt zusammen bei einem Fest. Durch das heilige Zeichen des Weihwassers bist du Sohn oder Tochter Gottes geworden. Und in dem wächst du weiter. Jeder von uns.